Hallo und herzlich willkommen, ihr Achterbahn- und Freizeitparkfreunde. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer. Und schön, dass ihr dabei seid zu meinem ersten Reaction-Video zu Achterbahnen, die es so auf der Welt gibt. Und ich bin gespannt, was da noch kommt und ob ihr Bock drauf habt, mehr davon zu sehen. Wir können uns auch gerne noch so alle allgemeine Attraktionen anschauen. Da habe ich extrem Lust drauf. Ich bin Freizeitpark-Fan und Enthusiast. Und wer mich noch nicht kennt, ich mache auf meinem Kanal hauptsächlich Planet Coaster-Videos, ein Freizeitpark Simulationsspiel, Aufbauspiel, wo ich selber einen Park aufbaue oder mir auch Parks von anderen, die online zur Verfügung gestellt wurden, mir anschaue, und das kommt immer sehr gut an. Und ich zeige auch mal gerne, wenn ich im Freizeitpark war, was ich da so erlebt habe, wie ich die Achterbahn so finde, und das kam immer ganz gut an. Und ich habe mir so gedacht, ich will mal selber auch meinen Horizont erweitern und warum nicht euren mit gleich mitnehmen und schaue mir Achterbahn mit euch an. Ich versuche so ein paar Infos noch dazu rauszuhauen oder das drüber zu sagen, was ich so weiß. Wünsche euch jetzt viel Spaß bei 5 Achterbahnen. Und wir fangen mit einer Achterbahn an, die ich schon immer gerne mal fahren wollte. Die Bahn wurde 2001 gebaut. Es ist Expedition G-Force im Hassloch im Holiday Park. Und es gab früher immer Reportagen auf ProSieben hier, Galileo und Pipapo. Und da kam diese Achterbahn sehr oft vor. Da wurden ja auch irgendwie Weltrekorde gemacht mit irgendwelchen Leuten, die da tagelang drin gesessen haben. Also, und die macht auch einen geilen Eindruck, weil ich glaube, die hat sehr viel Airtime. Und ich bin sie schon lange, habe ich schon jemals einen On-Ride davon gesehen? Ich glaube ja, aber das ist halt, wie gesagt, schon ewig her. Und ich habe auch gehört, dass dieser erste Drop, den es jetzt hier gibt, das war früher, glaube ich, der steilste Drop weltweit. Keine Ahnung, irgendwie 85 Grad oder sowas. Sehr, sehr geil. Die Bahn wurde von Intamin gebaut übrigens und hat 120 km/h Top Speed. Und ich denke mal, man hat hier einiges an Airtime drin. Das sieht schon sehr cool aus. Hier diese kleinen Hügel, wo du schon ein bisschen abhebst. Also sehr, sehr geil. Ich glaube 1,2 Kilometer lang. Also die Bahn ist echt auch noch schön lang. Geht hier durch diesen Park durch. Sehr viel Wald drumherum. So eine richtige Thematisierung sehe ich jetzt hier nicht. Außer Wald. Also die Thematisierung ist Wald. Und ja, sehr nice. Also die fährt sich, so wie das hier aussieht, sehr geschmeidig. Und natürlich erste Reihe. Ich würde mich da lieber hinten reinsetzen, weil dann wirst du über diesen Hügel hier nochmal so ein bisschen besser drüber gezogen. Hast noch ein bisschen mehr Schwung dann drüber. Aber das ist schon echt geil. Die Bahn fährt echt lang. Und dann hast du hier hinten nochmal so ein paar Hügel, wo es nochmal kurz wahrscheinlich hochgeht. Das ist auf jeden Fall eine schöne Achterbahn. Hätte ich mal extrem Bock drauf, die zu fahren. Die Videos, die ich hier mir anschaue, sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Achterbahn. Ja, die zweite Bahn ist diese hier. Viele werden es wahrscheinlich schon wissen. Ich habe mit der jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Außer in meinem No Limits 2 VR Video. Das ist The Smiler. Die Bahn ist in Alton Towers in Großbritannien. Und ja, das sieht schon sehr cool aus. Das Teil hat auch so einen eigenen Soundtrack und ist schon was ganz Spezielles, glaube ich. Wurde gebaut 2013, 21 Millionen Euro hat das Ding gekostet. Von Gerstlauer ein Infinity Coaster. Ich lese hier immer mal so ein bisschen ab, ne, um die Infos euch rauszuhauen. Und auf engstem Raum würde ich mal sagen, und diese Smile-Displays, das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Also ich finde das auch cool, wenn man hier so ein paar Außenaufnahmen von so einer Bahn auch mal sieht. Aber das Ding geht richtig ab. Was ich cool finde, wenn ich das schon von außen sehe, ist, dass da einfach gerade mal mehrere Bahnen gleichzeitig durchfahren. Und wahrscheinlich, wer keine Ahnung hat, hätte wahrscheinlich Angst, dass man mit der anderen Bahn zusammendonnert. Keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall los hier in der Station im Dunkeln. Und ja, sehr geil. Ich bin ja einmal, wie gesagt, in VR gefahren. Und du hast erstmal direkt eine Inversion, direkt am Anfang. Wenn du keine Ahnung hast, was auf dich zukommt, das geht so los. Finde ich das schon mal sehr cool. Und da, guck mal, da hinten fährt der andere, fährt die andere Bahn hoch, der Lift hier. Ja, so langsam. Oh, schön die geölte Kette hier angucken. Ja, die guten alten Kettenlifts. Lift, Apfelsaftschorle, man weiß es nicht. Ja, das Ding, ihr seht schon da rechts, das geht maximal steil runter. Steht hier eigentlich auch, wie viel Grad das Ding runter geht. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. 2 Minuten 45 geht auf jeden Fall die Fahrt. 30 Meter Höhe nur und 1,1 Kilometer Länge. Also wir haben jetzt eine lange Fahrt hier vor uns auf jeden Fall. Und ab geht er, der Peter. Die Kamera ist natürlich hier sehr nice. Direkt die Schienenkamera. Oh, du hast einfach super geschmeidig hier deine Inversion.
man sagt ja dann immer, ich will es gar nicht, Hard Roll und wie sie alle heißen. Ich muss mich da immer noch besser eingrooven, wie die ganzen Elemente so heißen. Aber das bringt jetzt vielleicht ja auch nicht so viel, wenn ich das weiß, wie jetzt genau diese Rolle heißt, oder? Ist das sehr wichtig? Ist das euch wichtig? Sagt's mir gerne. Boah, ich dachte jetzt, ich habe mich schon gewundert. Krass, dann wirst du eigentlich auf so einen relativ hohen Speed hier abgebremst und fährst wieder in den nächsten Lift rein. Und das wird dann wahrscheinlich der sein, den wir eben gesehen haben. Wo es danach einmal wieder... Ja, kommen wir rein. Geht's los. Wo es danach dann einmal komplett senkrecht runtergeht. Und 1200 Personen pro Stunde. Da kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, ob das sehr viel oder nicht so viel ist. Ja, 85 km/h. Das kann sich extrem schnell anfühlen. Wenn wir jetzt eben hier GeForce gesehen haben mit 120, das wirkt halt auf so einer großen, langen Bahn anders als auf so einer kleinen, kurzen Bahn. Na, okay, das ist hier dann das Ding. Schön hier am Weg vorbei. Und daneben ist ja auch diese andere Achterbahn, diese Oblivion-Bahn. Schön. Also die macht, glaube ich, richtig Laune. Und man hört hier gar nicht so richtig Leute schreien. Wir sind hier noch relativ alleine. Sehr cool. Sehr, sehr schön fährt sich das Ding. Hätte ich extrem Bock drauf. Oh, diese Drehungen, die einfach so geschmeidig in sich gehen. Du wirst, glaube ich, hier nicht großartig rumgeruppt. Also eine sehr coole Bahn. Und die hat auch so einen eigenen Soundtrack, glaube ich. Und dieser Smiler, dieses... Ja, Smileface da, ne, das ist ja auch irgendwie da präsent. Während der Fahrt hat man das jetzt, ist jetzt vielleicht nicht so viel mitbekommen. Aber ein schönes Teil, ich hätte auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Wir gehen mal ab zur nächsten Bahn, Bahn 3. Ja, und Bahn 3 ist in unserem Nachbarland in Holland, in Efteling, in dem Park. Vielleicht bin ich dieses Jahr auch da. Es ist Baron 1898. Die Bahn ist von 2015 und ist ein Floorless Coaster, eine bodenlose Achterbahn. Und ich glaube, die ist von der Optik von außen schon sehr auffällig auf jeden Fall. Wir haben ja eine kleine Pre-Show in der Bahn. Ach, sowas liebe ich ehrlich gesagt. Ich muss sagen, sowas finde ich immer sehr geil. Oh ja, also sowas finde ich echt immer cool, wenn da so ein bisschen was drumherum passiert, noch ein kleiner Film oder sonst was. Und das war auch optisch sehr schön gemacht und hier überall der Dampf und sowas hat auf jeden Fall was. Flawless Coaster hatte ich gesagt, von 2015, 500 Meter lang und die schafft 1000 Leute pro Stunde. Und also haben wir schon mal 200 Leute weniger. 90 km/h haben wir hier. Und das ist ja mal ein geiler Drop, den wir hier haben. Du siehst diese ganzen Leute da. Mega geil. Und fährst da in die Erde rein. Einmal durch. Das ist für zum Außengucken schon sehr cool. Oh. Ja, das sind so diese Dive Coaster Elemente hier. Und dann haben wir hier nochmal so eine Helix-Kurve. So heißt das Ding, glaube ich. Und diese Bahnen sind ja eigentlich immer relativ kurz. Hier nochmal ein kleiner Hügel, so ein bisschen minimale Airtime vielleicht. Und dann sind wir auch schon da. Das Ding geht immer sehr kurz. Aber schafft auch gar nicht so viele Leute in der Zeit anscheinend. Aber sehr coole Bahn. Also ich habe Bock drauf. Allein von der Optik von außen sieht das schon sehr cool aus. Haben wir jetzt hier im Video nicht drin, aber vielleicht blende ich auch nochmal was ein dazu. Auch die Station, guck mal, wie geil die aussieht. Also richtig cool von der Thematisierung gemacht. Ja, dann kommen wir mal zu Bahn 4. Bahn Nummer 4 ist Carajo und wir sind in Deutschland angekommen in Dripsdrill. Und ja, diese Bahn ist von 2013 auch wieder ein Infinity Coaster, aber dieser ist hier auf jeden Fall launched. Der wird katapultiert. Und 700 Meter haben wir hier auf jeden Fall Länge, 100 km/h. Wir sind hier erstmal im Dunkeln. Haben hier auch wieder so eine Drehung. Sehr cool. Das ist eigentlich ein geiler Start, sowas finde ich. Sehr nice. Ich finde auch die... Yeah! Und dann kommst du hier raus. Ich finde auch diese Thematisierung der von diesem Wagen sehr cool. Das ist irgendwie so ein Oldtimer oder sowas. Und auch hier siehst du wieder diesen Schienentyp, den wir vorhin auch hatten. Oh, das geht aber schön hier durch die Kulissen durch. Das hat auf jeden Fall was.
Ah, da sehen wir das Ding. Bestes Wetter, beste Wetterverhältnisse da draußen. Drips Drill hat auch einige gute andere Bahnen zu bieten. Also ich glaube, der Park wäre auch mal interessant, den zu besuchen. Den hatte ich jahrelang überhaupt nicht auf dem Schirm. Oh, schön. Oh, hier geht's auch nochmal da unten durch den Qualm durch. Ich habe die Inversionen jetzt nicht gezählt, aber das waren auf jeden Fall einige. Hier sind wir sogar bei 960 Personen pro Stunde. Schön. Guck mal, hier die Thematisierung von den Wagen. Und ja, sehr coole Bahn. Sehr viel Lust drauf. Da passen natürlich nicht viele Leute rein. Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Bahn für heute. Das ist die Star Trek Operation Enterprise oder Operation Enterprise im Moviepark Deutschland. Und ja, die ist ja schon 2017 gebaut worden. Das ist ja schon wieder Ewigkeiten her. Ist so eine Mack-Ride-Bahn. Und wird auch abgeschossen, ein Launched Coaster. Hat wohl schon eine schöne Thematisierung, wenn man das hier so sieht. Allein im Wartebereich mit der Lizenz zum Töten. Nein, mit der Lizenz von Star Trek. Mal gucken, wie lange die Lizenz bei denen ist. Und das ist schon was Besonderes von dem, was ich so immer gehört habe, weil du hier diese Schiene hier hast. Und wir werden jetzt darüber gefahren, glaube ich. Irgendwie ist das ganz komisch mit dem Abschuss da und du fährst mehrmals dadurch. Keine Ahnung, ich bin mal sehr gespannt, was uns jetzt hier geboten wird. Die Bahn soll auf jeden Fall viel Spaß machen. Soll ganz gut sein. 1000 Leute pro Person. 40 Meter Höhe. Ne, du fährst hier rüber dann. Es ist ein bisschen... Es ist sehr interessant auf jeden Fall. Hier so diese Area 51. Dieses Area 51 Gebiet. Und mal gucken, was jetzt hier passiert. Wir werden einmal beschleunigt und das Element hier sieht man sehr schön, wenn man in den Park reinkommt. Von dem, was ich bis jetzt immer so gesehen habe. Und wir werden jetzt hier einmal so Boomerang-mäßig durch die Station katapultiert. Kommen wir jetzt schon mit dem zweiten Mal rüber. Und ich glaube, so ein Element hat ja auch Voltron im Europapark dieses Jahr, wenn das Ding jetzt bald eröffnet wird. Sehr cool. Zero-G-Roll ist das eine Wort. Und ich glaube, das hier muss eine Zero-G-Roll gewesen sein. Sehr nice. Macht Spaß. Schön hier nochmal so ein Element, wo du durchs Gebäude durchfährst. Fahren hier sehr flach über den Boden rüber. Nochmal eine Inversion. Ganz angenehm, ganz entspannt. Schöne Bahn. Ich würde am liebsten... Ich habe immer so Planet Coaster am Kopf, dass ich so selber jetzt die Kamera steuern kann. Ja, nee, sehr cool das Ganze. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. 5 Bahnen haben wir uns jetzt mal angeschaut. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt hier auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, wenn euch das hier gefallen hat. Gebt ein Like auf das Video. Schreibt rein, wie ihr das fandet. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, auch gerne in die Kommentare rein. Und ganz besonders, wenn ihr Vorschläge habt, welche Bahnen ich mir noch angucken könnte mit euch zusammen, dann schreibt mal den Namen der Bahn in die Kommentare rein. Und dann würde ich hoffen, dass andere Leute euch auch Likes drauf geben und dass wir dann so sehen, ja, die Bahn hat viele Likes und dann könnten wir die auf jeden Fall mal anschauen. Das wäre cool. Also liked auch die anderen Kommentare dann und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin macht's erstmal gut. Euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.